Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Redstone Tutorial auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute das Schleimtor 3x3 vorstellen. Schleimtor 3x3 besteht aus diesen neun Blöcken und das kann man als Stadttor oder als Tor in das eigene Domizil gut verwenden. Und ja, wie will man jetzt durchkommen? Man meldet sich bei dem Torwächter und der Torwächter sagt, jo, du darfst rein und er betätigt den Schalter und zack ist das Tor offen und man kann durchgehen. Nochmal das Ganze. Schalter, Tor ist zu. Schalter, Tor ist auf. Wie funktioniert nun das Ganze? Dafür habe ich schon mal die Ressourcen hier bereitgestellt. Also wir brauchen Redstone, Schleimblöcke, Quarzblöcke, Wolle würde auch gehen, klebrige Kolben, Redstone-Verstärker, Hebel und Obsidian. Ich brauche natürlich nicht so viel davon, sondern ich brauche nur wenig davon. So, hier habe ich schon mal ein gewisses Grundgerüst aufgebaut, was ich brauche, damit die Schleimblöcke nicht alles nach links und rechts schieben. Hier befinden sich 3 und 3 Obsidianblöcke, hier auch nochmal 3 hoch. Und hier oben als Abschluss habe ich jetzt mal einen einfachen Stein gewählt. Und hier ist auch noch ein Obsidianblock. Zunächst müssen wir hier unten 3 klebrige Kolben anbringen. Und dann können wir hier schon die Quarzblöcke reinsetzen. Das ist der Boden oder die unterste Schicht des Tores. Hierauf packen wir dann insgesamt 6 Schleimblöcke. Und schon haben wir die halbe Miete im Sack sozusagen. Jetzt kommen wir nur noch dazu, die Laufwege für die Redstone-Schaltung zu setzen. Und das ist auch im Grunde quasi gleich geschehen. Und zwar jetzt. Wir vervollständigen das Ganze nochmal. Und das sind eigentlich die ganzen Laufwege, die wir brauchen, um die Redstone-Schaltung anzubringen. Jetzt setzen wir hier 2 Redstone-Verstärker hier ein und hier oben auch ein. Das war auch jetzt schon hier wieder alles. Und die verbinden wir jetzt nochmal ganz flug mit den Redstone und setzen einen Hebel am Ende. So, und das ist schon die gesamte Schaltung. Also ist relativ schnell, relativ einfach. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die korrekte Einstellung der Repeater. Denn wenn ich das betätige, fährt das Ding natürlich wundervoll aus. Aber es fährt nicht wundervoll ein. Und hierfür müssen wir jetzt ein paar Sachen machen. Erstens, der Redstone-Verstärker muss komplett ausgefahren sein. Der muss exakt ein ausgefahren sein. Der hier muss eingefahren sein. Und der muss auch komplett ausgefahren sein. So, wenn wir jetzt den betätigen, müsste er eigentlich komplett einfahren. Das tut er aus irgendeinem Grunde mal wieder nicht, weil ich vermutlich wieder geschlafen habe. Jo, ich habe wieder geschlafen und zwar habe ich mich wieder selbst reingelegt. Und zwar nochmal. Der Repeater ist komplett ausgefahren. Der ist ein ausgefahren und der ist auch komplett ausgefahren, weil der hat nämlich das kürzeste Signal und ist deswegen eingefahren. So, deswegen geht jetzt das Tor zu und jetzt das Tor auf. Und das ist schon die ganze Schaltung und das gesamte Tormechanismus. Man muss wirklich darauf achten, dass man hier unten die Schaltung richtig setzt und hier oben eben ganz kurz das Ding setzt. Und schon ist das Tor fertig. Nochmal auf. Nochmal zu. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Über ein Like freue ich mich natürlich immer sehr. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ich wünsche euch in diesem Fall einen schönen Tag noch. Bedanke mich fürs Zuschauen. See you soon. Bye bye.